Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 38, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend besserer Schutz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste durch eine Umgestaltung des Strafgesetzbuches erreicht. Gewalt gegen Einsatzkräfte ist inakzeptabel. Drucksache 19/49. Und als Erstes hat das Wort Kollege Bauer für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Schon seit Längerem wirbt das Hessische Innenministerium mit dieser Schutzschleife für Solidarität, für ein Verbundenheitssymbol für die Polizei mit der Farbe Blau, für die Feuerwehren mit der Farbe Rot und für die Rettungsdienste mit der Farbe Weiß, weil uns die Menschen in Uniform eine besondere Aufgabe wahrnehmen und unserer besonderen Aufmerksamkeit und Wertschätzung obliegen. Seit Längerem bemühen wir uns auch, dass der Schutzparagraf verschärft wird. Ich darf mit Freude und Genugtuung feststellen, dass seit gestern das vom Bundestag beschlossene Gesetz Rechtskraft erlangt hat und wir es erreicht haben durch unsere Hartnäckigkeit, dass die Menschen in Uniform einen besseren Schutz genießen in der Ausübung ihres wichtigen Dienstes für unser Land. Meine Damen und Herren, wer die Zeitungen aufschlägt, muss immer öfter von Vorkommnissen lesen, die von Gewalt und, ich sage es ganz deutlich, von asozialem Verhalten zeugen. Das sind die Fälle von Gaffern, die an Unfallstellen nicht nur nicht helfen, sondern die Opfer auch noch filmen. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, werden die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit behindert, Rettungsgassen werden oft nicht gebildet. Sie kennen alle den einen Fall Mitte März auf der A5, wo die Feuerwehr endlich auch einmal 30 Blockierer aufgenommen hat und auch angezeigt hat, weil sie die Rettungsgasse verstopft haben und dem Rettungsfahrzeug der Polizei hinterhergefahren sind, um schneller durch den Stau zu kommen. Ein völlig inakzeptables, asoziales Verhalten. Meine Damen und Herren, die Aktualität zeigt sich auch, dass z.B. letzte Woche ein Polizeitweet von der Polizei Südhessen anlässlich des Schlossgrabenfestes deutlich gemacht hat, ich darf zitieren, wie wichtig dieses Thema ist. Die Polizei hat getweetet, soeben wurde eine Rettungswagenbesatzung im Herrengarten angegangen. Das ist nicht tolerierbar. Hört damit auf. Zitat Ende. Also auch hier zeigt sich, wie asozial sich manche verhalten, wenn Menschen, die für unseren Schutz da sind, für unsere Sicherheit, bei der Ausübung ihres Dienstes behindert werden. Und auch die FNP hat in einem ausführlichen Artikel vom 19. Februar unter der Überschrift „Gebissen, getreten, getötet, hessische Polizisten als Opfer“ einen Überblick gegeben über brutale Attacken und andere Widerlichkeiten, welche Polizeibeamte im Dienst ertragen müssen. Und ein weiteres, ich sage es auch noch einmal ganz deutlich, perverses Beispiel für eine erschreckende Fehlentwicklung ist die Debatte in manchen Bundesländern, ob wir unsere Polizeien mit sogenanntem Spuckschutz ausstatten müssen, weil immer häufiger Beamte bei der Gewahrsamnahme von Personen aufs Übelste bespuckt, ekelerregend behandelt werden. Und dass wir dafür uns Gedanken machen müssen, wie wir unsere Einsatzkräfte schützen müssen, ist an Irrationalität und an Perversion nicht zu überbieten, meine Damen und Herren. Es hat schon seine Gründe, dass die Hessische Landesregierung das Jahr 2017 zum Jahr des Respekts ausgerufen hat. Das war eine gute Entscheidung, denn es mangelt in allen möglichen Lebenslagen genau daran, an Respekt gegenüber dem Nächsten. Trotzdem, und das wissen wir alle, ist Respekt kein Selbstläufer und im Alltag nicht selbstverständlich. Und davon konnten insbesondere unsere Polizeibeamten seit Jahren ein trauriges Lied singen. Der Respekt, den man früher einmal wie selbstverständlich dem Schutzmann entgegenbrachte, ist heute bedauerlicherweise der Respektlosigkeit gewichen. Eine Respektlosigkeit, die auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. Polizisten werden angegriffen, nicht als Privatperson, sondern aufgrund ihrer besonderen Verantwortung als Repräsentant der staatlichen Gewalt. Polizeibeamte werden gewürgt, getreten, geschlagen, beleidigt, bespuckt und damit nicht genug. Polizeifahrzeuge werden sabotiert, wie erst neulich auf dem Parkplatz des Polizeipräsidiums Frankfurt, wo Verbrecher Radmuttern an Privatfahrzeugen von Beamten lösten. Die Täter findet man überall. Hooligans, Kleinkriminelle, Reichsbürger, die den kompletten Staat ablehnen, Mitglieder aus anderen Parallelgesellschaften, Rechts- und Linksradikale. In Berlin, ein einziges Beispiel, zeigt, dass im letzten Jahr 584 Beamte verletzt wurden,
allein im Umfeld eines sogenannten linken Wohnprojektes in der Riegerer Straße, zu guter Deutsch in der Hausbesetzerszene. Auslöser dieser Brutalität war das Aufschreiben eines Falschparkers vor besagtem Objekt durch Polizisten. Wie in so vielen anderen Fällen ein ganz banaler Anlass für völlig inakzeptable Gewaltausbrüche, meine Damen und Herren. Im vergangenen Jahr mussten wir in Hessen allein 1.420 Gewaltstraftaten gegenüber Polizeibeamten verzeichnen. Über 200 Fälle mehr als im Jahr zuvor. Jeder Fall ist ein Fall zu viel, meine Damen und Herren. Und wir als Christdemokraten empfinden es als nicht länger hinnehmbar, dass die für andere Hilfe leisten, beleidigt werden oder körperlich angegriffen werden. Wir müssen die besser schützen, die uns schützen. Das ist unsere Auffassung. Und wir sind auch der Meinung, dass der Erosion des Rechtsbewusstseins Einhalt geboten werden muss. Dem Gewaltmonopol des Staates muss Geltung verschafft werden. Vor vielen Jahren hat schon allein die Uniform den Beamten geschützt. Das ist heute leider bei weitem nicht mehr der Fall. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Helme verbessern, wie wir neue Protektoren anschaffen, wie wir die Schutzplatten verstärken. Das ist eine Entwicklung, auf die wir wahrlich nicht stolz sind, aber die zeigt, dass wir alles tun, um den körperlichen Schutz, die Dienstausrüstung unserer Polizeibeamten zu verbessern, weil es einfach notwendig ist, meine Damen und Herren. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr trauriges Signal. So stolz und so zufrieden wir sind, dass in Hessen die Bodycam entwickelt wurde, ist auch das ein Indiz dafür, dass etwas in die falsche Richtung läuft, meine Damen und Herren. Die Bodycam ist ein Indiz dafür, dass die Polizei selbst gesagt hat, wir müssen in der Ausübung unseres Dienstes dokumentieren, was uns im Alltag passiert. Wir wollen aufnehmen, wie wir angegangen werden, beleidigt werden, verbal attackiert werden. Und dementsprechend ist diese Bodycam, die jetzt mittlerweile flächendeckend im Einsatz ist, zwar eine gute Maßnahme, die auf alle Beteiligten eine heilsame Wirkung entfacht, aber trotzdem ist der Ursprung dieser Entwicklung Ausdruck einer wirklichen Fehlentwicklung, mangelnden Respekts gegenüber der Polizei in unserem Land. Und, meine Damen und Herren, jetzt ist ein Gesetz in Kraft getreten, das unsere Unterstützung erfährt, nämlich dass die Polizei geschützt wird, und zwar schon bei allgemeinen Diensthandlungen, bei Attacken im täglichen Dienst, auch ohne Bezug auf eine Vollstreckungshandlung. Die bisherige Regelung sah das nur im Rahmen von Vollstreckungssituationen vor. Und künftig sind, das ist unser Ziel gewesen, bis zu 5 Jahren Haftstrafe möglich oder Freiheitsstrafe, und die Mindeststrafe liegt bei 3 Monaten. Und künftig, das war uns auch wichtig, genießen auch Rettungskräfte diesen gesetzlichen Schutz. Und zudem stellt das Gesetz auch die eingangs erwähnte Problematik der Gaffer an Unfallstellen und der Blockierer von Rettungsgassen künftig unter Strafe. Alles drei wichtige Maßnahmen, die wir schon lange gefordert haben und die jetzt endlich umgesetzt worden sind. Meine Damen und Herren, das Kernanliegen der CDU-geführten Koalition mit der Initiative für den Schutzparagrafen 112 ist endlich erfüllt worden. Unser Innenminister Peter Beuth hat diese Initiative bereits 2015 initiiert und auf den Weg gebracht. Und es ist seiner Hartnäckigkeit mitzuverdanken, dass hier diese Einigkeit schon 2016 auf der Innenministerkonferenz erzielt werden konnte und jetzt endlich auch Eingang gefunden hat ins Strafgesetzbuch. Diese Beharrlichkeit, Herr Minister, hat sich wahrlich ausgezahlt. Meine Damen und Herren, jeder und jede, die den Beruf des Polizeibeamten ergreift, weiß, dass diese Laufbahn das Risiko bedrohlicher Begegnungen und tätlicher Konflikte birgt. Aber die Beamtinnen und Beamten, die von Berufswegen für den Schutz ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger eintreten, sind kein Freiwild, an denen Straßenkriminelle, Staatsverächter oder alkoholisierte Großveranstaltungsbesucher ihre Aggression abreagieren können. Das sind Menschen in Uniform, die unseren Schutz bedürfen, meine Damen und Herren. Und wir haben auch deshalb uns dafür stark gemacht, dass diese Gesetzesverschärfung kommt, aber sie wird alleine das Problem nicht lösen. Das ist ganz klar. Aber uns als Gesetzgeber ist es obliegt, dass es unsere Pflicht ist, alles zu unternehmen, was sinnvoll ist und was umzusetzen ist, dass Polizeileute, Feuerwehrleute und Rettungskräfte besser geschützt werden. Eine Mindeststrafe von 3 Monaten für Angriffe auf Menschen, die uns schützen, die sich für die Sicherheit unserer Gesellschaft einsetzen, die tagtäglich ihren Kopf dafür hinhalten, das ist wahrlich keine unmäßig harte Androhung. Ich denke, das ist allerhöchste Eisenbahn gewesen, dass dieses kommt. Diese Gesetzesverschärfung ist ein Baustein für mehr Respekt und damit auch ein Beitrag für mehr Schutz unserer Schutzleute. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Botschaft sich schnell verbreiten wird, dass Attacken auf Ordnungshüter keine Petitesse, sondern eine schwere Straftat sind, die mit einer Geldstrafe nicht ausreichend geahndet werden kann. Allen muss klar sein,
Wer meint, gesellschaftliche Grenzen auszuloten und Autoritäten herausfordern zu können, indem er Beamte angreift, der wird strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Mit dieser Gesetzesveränderung können und werden wir die besser schützen, die uns schützen. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, man sollte am Anfang dieser Debatte klarstellen, dass wir uns wohl alle einig sind. Beamte, die von Berufswegen für den Schutz von uns allen, von unseren Mitbürgern eintreten, sind kein Freiwild, an dem sich Politrandalierer, Kriminelle oder alkoholisierte Besucher von irgendwelchen Großveranstaltungen abreagieren können, ihre Aggressionen abreagieren können. Darüber besteht Einigkeit. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht der Antrag der Koalition in mindestens seinen ersten beiden Punkten ja durchaus auch in eine richtige Richtung. Sie wollen, dass wir die Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Beamte, auf Feuerwehrleute, auf Rettungskräfte verurteilen. Wir fordern Respekt gegenüber diesen engagierten, zum großen Teil ehrenamtlich tätigen Mitbürgern ein, die in der Tat unter Zurückstellung ihrer persönlichen Interessen für die Allgemeinheit einstehen. Das sind die Menschen, die uns immer wieder helfen in Notlagen und vor denen wir entsprechenden Respekt zeigen müssen und sie auch schützen müssen vor entsprechenden Übergriffen. In der zweiten Ziffer Ihres Antrags beschreiben Sie mehr die Situation. Sie beschreiben das Phänomen, die unerträgliche Tatsache, dass wir einen Höchststand von Straftaten in diesem Bereich erreicht haben, Gewaltstraftaten in der Größenordnung von 1.400 Fällen im Jahr 2016 gegen solche Einsatzkräfte und bei denen es Opfer gab in der wiederum gestiegenen Zahl von fast 3.500 Polizeibediensteten im Jahr 2016. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das alles ist nicht hinnehmbar. Deswegen werden wir auch den beiden Ziffern 1 und 2 Ihres Antrags zustimmen. Ich beantrage insofern schon jetzt getrennte Abstimmung dieser beiden Abschnitte gegenüber dem Rest, bei dem es dann allerdings etwas interessanter wird. Da will ich eingehen auf das, was der Kollege Bauer vorgetragen hat und was auch in diesem Antrag steht. Ich will nur zwei Punkte herausgreifen, weil die es eigentlich deutlich machen. Was Sie hier betreiben, ist der Versuch, zu kaschieren, dass im Wesentlichen nichts erreicht worden ist, sondern dass Sie sich mit Symbolpolitik beschäftigen. Der Kollege Wagner hat vorhin gemeint, Symbolpolitik würde von der SPD betrieben. Okay, das kann man meinetwegen auch einmal vorwerfen, ist mir relativ egal. Aber Symbolpolitik ist als solche vielleicht nicht das, womit wir vorankommen und was letztlich unsere politischen Ziele realisieren kann. Deswegen zwei Punkte, die ich herausgreifen will. Das eine ist das, wofür Sie sich am meisten loben, wo sich insbesondere auch der Innenminister so gern dafür lobt, der sogenannte Schutzparagraf 112. Ich muss ehrlich sagen, nach dem Verlauf der Debatten, die wir hier in den letzten zwei Jahren insbesondere zu dem Thema geführt haben, bin ich etwas verwundert über den Jubel des hessischen Innenministers darüber, dass das jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich darf mal daran erinnern, es ist ziemlich genau zwei Jahre her. Am 19. Mai 2015 haben Sie einen Antrag eingebracht als Koalition, den wir hier dann auch ausführlich debattiert haben. Da ist die wesentliche Aussage der Ziffer 1. Der Landtag begrüßt die Initiative der Hessischen Landesregierung. Das macht die Mehrheit dieses Hauses ja meistens. Durch eine spezielle Regelung mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren diese Taten zu bedrohen. Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten. Das war die zentrale Forderung, mit der dieser Innenminister angetreten ist, für die er auch die Koalition motiviert hat. Und was ist denn das Ergebnis? Wofür bejubeln Sie sich denn jetzt, Herr Kollege Bauer? Gehen Sie doch einmal objektiv an die Tatsachen heran und überlegen Sie einmal, für was Sie sich jetzt bejubeln. Wie ist es denn gelaufen? Was ist denn mit der hessischen Initiative geworden? Was haben Sie denn wirklich durchgesetzt? Ich
Herr Kollege Bauer, die Landesregierung hat, und das ist das Ergebnis, im Bundestag, im Bundesrat, bei der gesamten Debatte sehr klar aufgezeigt bekommen, dass es manchmal klug wäre, juristische Expertise auch ernst zu nehmen und nicht einfach populistisch darüber wegzugehen. Schon vor 2 Jahren, das können Sie in den Landtagsprotokollen nachlesen, falls Sie es damals nicht wahrgenommen haben sollten, schon vor 2 Jahren haben wir Sie und den Innenminister klar darauf hingewiesen, dass wir seinen Vorschlag für grundsätzlich erwägenswert halten, wenn es darum geht, den besonderen Tatunwert dieser Taten bei völlig unmotivierten Angriffen auf diejenigen, die da sind, um uns zu helfen, zu dokumentieren. Dass aber die von Ihnen angestrebte und vorgeschlagene Mindeststrafe von 3 Monaten verfassungsrechtlich kaum tragbar, weil nämlich völlig unverhältnismäßig ist. Das habe ich Ihnen damals schon im Einzelnen erklärt. Aber Sie wollten es nicht hören. Sie sind darüber hinweggegangen. Und da muss man in der Tat die juristischen Feinheiten auch einmal im Blick behalten. Bei einer Mindeststrafe von 3 Monaten, wie sie jetzt dort drin steht, ist auch Geldstrafe möglich. Bei der Mindeststrafe von 6 Monaten, die Sie gefordert haben, wäre das nicht möglich gewesen. Das heißt in der Konsequenz, dass jeder, Herr Kollege, das nehme ich wahr. Deswegen wollte er das, sagt der Innenminister. Der Innenminister wollte, dass jeder, der bei einer Demonstration mal jemanden möglicherweise vorsätzlich anschubst, der vielleicht ein Ei wirft, dass der sofort für 6 Monate in den Bau marschiert. Meine Damen und Herren, das ist unverhältnismäßig, Herr Minister. Das ist unverhältnismäßig. Das geht nicht. Und das, genau das haben Sie vorgeführt bekommen in der Diskussion in Berlin. Und da muss ich dann wirklich sagen, Dank sicherlich an den Koalitionspartner der SPD in Berlin, aber sicherlich auch an die etwas nachdenklicheren Innenpolitiker der Union, die in Berlin tätig waren und erkannt haben, man kann sich über den Rechtsstaat nicht hinwegsetzen, man muss diese Verfassung achten, auch wenn man in diesem Bereich diskutiert. Das ist der wesentliche Punkt. Und deswegen hätten Sie, Herr Innenminister, entsprechend unserer Diskussion, unseren Vorschlägen vor 2 Jahren hier einen vernünftigen Vorschlag gemacht, mit einem vernünftigen Strafmaß, hätte es vielleicht nicht bis heute gedauert, dass dieser Gesetzentwurf in Kraft treten kann, sondern hätten wir die Einigung wahrscheinlich viel schneller gehabt. Herr Minister, meine Damen und Herren von der Koalition, mit diesem Vorhaben sind Sie krachend gescheitert, und Sie versuchen hier, das Gegenteil zu dokumentieren. Und das Zweite, und da wird es dann noch einmal mit der Symbolpolitik ein bisschen spannend. Ich finde das schon bemerkenswert. Ich habe die Schutzschleife, die Sie eingeführt haben, von Anfang an unterstützt. Ich finde das ein schönes Symbol, ein schönes Zeichen, dass man dort einsteht. Aber sich dafür nun in einem solchen Maße zu bejubeln, meine Damen und Herren, das ist dann in der Tat Symbolpolitik. Und auch wenn es ein schönes Symbol ist, dann ist das nichts, wofür man sich besonders loben kann. Und ich sage Ihnen eines sehr deutlich dazu, auch wenn es nicht direkt den Antrag betrifft, aber es hängt damit zusammen. Sie fordern Respekt, Respekt vor den ehrenamtlich Tätigen, insbesondere z. B. auch bei den Feuerwehren. Aber warum tun Sie denn dann in dem Bereich nicht deutlich das, was notwendig wäre? Gerade diese Tage ist es durch die Zeitungen gegangen, insbesondere in der oberhessischen Presse berichtet worden. Was passiert denn mit einem konkreten Projekt, wenn es nicht mehr um Symbole geht, nicht nur um die Schleife, sondern wenn es z. B. um die Landesjugendfeuerwehrschule geht? Was passiert denn da? Es ist ewig verzögert worden. Erste Verzögerung durch einen Rechtsstreit, Vergabekammer, Oberlandesgericht. Was war das Ergebnis? Was war das Ergebnis, Herr Minister, des Rechtsstreites? Die Landesregierung hat den Schein nicht bekommen. Sie hat rechtswidrig vergeben. Sie hat anders vergeben, hätte anders vergeben müssen. Das war das erste Ergebnis. Der zweite Punkt ist, jetzt ist der Rechtsstreit entschieden. Aber was passiert? Jetzt wird neu eine Diskussion über den Standort aufgemacht, statt den längst ausgewählten Standort jetzt auch tatsächlich zu realisieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren von der Koalition, nicht die Schutzschleife ist es, die letztlich dafür sorgt, dass unsere Feuerwehren richtig arbeiten können, sondern die Taten sind es. Sie sollten sich nicht so viel auf Eigenlob konzentrieren, sondern Sie sollten lieber handeln. Taten statt Worte, das ist der wahre Respekt gegenüber ehrenamtlich Tätigen. Ja, ist alles gesagt, oder?
gibt nur noch eine Wortmeldung. Das ist der Kollege Schaus. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Schwarz-Grün fordert Knast, war die Überschrift eines Taz-Artikels im Jahre 2015 zu diesem sogenannten Schutzparagrafen. Und in der Tat, wir sollten uns einig sein, dass natürlich, und da muss man auch zustimmen, es darum geht, Einsatzkräfte und Rettungskräfte so weit als möglich vor gewalttätigen Übergriffen zu schützen. Gewalt, außer zur Selbstverteidigung oder um Gewalt gegen andere zu verhindern, geht unserer Ansicht nach grundsätzlich nicht und schon gar nicht gegen diejenigen, die anderen helfen wollen. Gewalt gibt es aber leider in unserer Gesellschaft nicht nur gegen Polizistinnen und Polizisten, Einsatz- und Rettungskräfte. Es gibt auch darüber hinaus weitere gefährdete Berufsgruppen im öffentlichen Dienst. So verdienen auch Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter die gleiche Unterstützung. Auch die werden zuweilen bedroht oder körperlich angegangen, kriegen Härten auch hautnah ab. Warum aber, frage ich, bekommen diejenigen jetzt keinen eigenen Paragraphen? Aber darauf komme ich noch später zurück. Mit unserer Kritik an der Gesetzesverschärfung des neuen geschaffenen § 114e des Strafgesetzbuches stehen wir auch nicht alleine. So lehnt beispielsweise der Deutsche Anwaltsverein in einer rechtlichen Würdigung die Strafrechtsverschärfung ebenso eindeutig wie der Republikanische Anwaltsverein ab. Ablehnungen finden wir zudem auch bei der Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten, der Humanistischen Union, dem Komitee für Grundrechte und Demokratie, der Bundestagsfraktion der GRÜNEN ebenso wie der Bundestagsfraktion der LINKEN. Bis vor wenigen Monaten war übrigens auch die Bundes-SPD gegen diese Gesetzesverschärfung. Interessant für mich war dabei auch, dass die Rednerinnen und Redner der GRÜNEN gegen diese Gesetzesverschärfung im Deutschen Bundestag, nämlich Frau Michajlic, selbst Polizistin ist. Danke schön. Ja. Michajlic, gut. Sicher weiß sie auch genau, oder zumindest ziemlich genau, Kollege Frömmrich, warum sie dagegen gesprochen hat im Bundestag. Übrigens auch der Redner der LINKEN im Bundestag, nämlich unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Frank Tempel, ist ebenso von Beruf Polizist. Und sicher haben auch ihn seine beruflichen Erfahrungen veranlasst, die Gesetzesverschärfung abzulehnen. Beide haben hierzu interessante Reden gehalten, ebenso mit dem Blick auf die Praxis. Und die kommen zu anderen Ergebnissen, wie die CDU und die GRÜNEN hier in Hessen. Vielleicht geht es im Bundestag und hier im Landtag am Ende auch gar nicht um eine Lösung, sondern einmal mehr, zumal es sich ja um eine bundesweite Gesetzesänderung handelt, um CDU-Symbolpolitik. Und das fände ich in dieser Frage völlig unangemessen. Warum lehnen aber Anwaltsvereine, Grundrechtsorganisationen, zahlreiche politische Kommentatoren ebenso wie GRÜNE und LINKE die Gesetzesverschärfung im Bundestag ab? Erstens, weil das Gesetz seinen angeblichen Sinn verfehlt und nicht das bewirkt, was die Union so lauthals verspricht. Da werden immer Beispiele gebracht von Angriffen und Beleidigungen, aber das sind ja bereits schon jetzt Straftaten. Tätliche Beleidigungen und tätliche Angriffe sind strafbar, immer. Statistisch gesehen ist das, worüber wir hier reden, im Übrigen zu 75% Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und wenn man die Täter kriegt, dann werden sie auch schon nach geltendem Recht bestraft, und zwar nicht zu knapp. Man muss zudem wissen, dass 80% dieser Taten unter Alkoholeinfluss verübt werden. Aber stark das macht es nicht besser, nein. Aber stark alkoholisierte Menschen überlegen eben nicht, Herr Pentz, sie haben nicht das Strafgesetzbuch im Kopf und was in welchen Paragraphen gerade so drinsteht.
Taten unter Alkoholeinfluss finden unüberlegt, spontan und aggressiv statt. Dann nützt Ihnen Ihre Gesetzesverschärfung null. Wir würden deshalb weit mehr erreichen, wenn wir den massiven Missbrauch von Alkohol konsequenter bekämpfen würden, als mit dieser Strafrechtsverschärfung nur damit zu drohen. Aber dieses Thema ist weitgehend ein gesellschaftliches Tabu. Mein Zwischenergebnis lautet deshalb, die Gesetze müssen angewandt werden. Eine Strafverschärfung brauchen wir dazu nicht. Die hilft uns bei der Verhinderung von Übergriffen übrigens auch gar nichts, wie schon dargestellt. Und deshalb von einem sogenannten Schutzparagrafen zu sprechen, wie im Übrigen, wenn ich das medial verfolge, fast ausschließlich in Hessen dieser Begriff verwandt wird, selbst in der bundesweiten Debatte, also immer, wenn es um Artikel ging, um Darstellung, auch im Internet, Sie können das ja mal googeln, wenn Sie mal Schutzparagraf googeln, dann werden Sie immer auf, oder fast immer auf hessische Artikel und auf hessische Stellungnahmen kommen. Bundesweit wird dieser Begriff nämlich so überhaupt nicht verwandt, selbst in Ihren eigenen Reihen, nicht bei der CDU. Aber die Wirkung ist eben voll daneben, weil dieser Schutzparagraf schützt die Betroffenen nicht bei der Sachlage und bei dem Verhalten und bei der Grundlage, auf der diese Übergriffe passieren. Zweitens. Es gibt zudem ein ernstzunehmendes rechtsstaatliches Problem. Wir haben Bedenken gegen diese Gesetzesänderung. Hier spielt die Rechtsfrage, nämlich der Gleichbehandlung vor dem Gesetz, eine entscheidende Rolle. Und damit komme ich zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Nehmen wir also einen Sozialarbeiter oder von mir aus auch eine Lehrerin, alles ehrbare Berufe, bei denen man aber zeitweise auch eine Menge Zorn bis hin zur Gewalt abbekommen kann. Aber warum soll jetzt eine Drohung oder ein Angriff auf eine Lehrerin weniger sanktioniert werden als eine Drohung oder ein Angriff auf eine Polizistin, frage ich. Auch eine Lehrerin repräsentiert doch den Staat, um die der Logik der CDU, in der Logik der CDU zu bleiben. Oder etwa nicht, Herr Bauer? Ist die angegriffene Lehrerin nun weniger schützenswert, oder will die CDU jetzt für alle gefährdeten und helfenden Berufsgruppen eigene, eigenständige Strafrechtsparagrafen einführen? Für die Justizbeamten so und für die Finanzbeamten dann halt wieder anders. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz daraus. Nein, sage ich, das geht nicht in einem Rechtsstaat. Das ist nicht in Ordnung. Es gibt Straftaten, also tatsächliche Bedrohungen und Angriffe, und dann gibt es Sanktionen für alle, unterschiedslos, ob für oder gegen einen Polizisten oder für oder gegen eine Lehrerin. Alle Menschen sind laut Verfassung vor dem Gesetz gleich. Sie aber führen gesetzliche Unterschiede hier ein. So wie wir uns vor einem halben Jahr noch in der Böhmermann-Affäre über den Straftatbestand der Beleidigung eines Staatsoberhauptes gewundert haben, will ich in Erinnerung rufen, dass es so etwas überhaupt noch in Deutschland gibt, so wie in der Kaiserzeit, das hat doch alle sehr erstaunt. Alle waren sich einig damals, das muss schnell abgeschafft werden, und nun soll Ungleichbehandlung im Recht in anderer Form wieder eingeführt werden. Und das, sage ich, geht nicht. Na, der Vergleich ist sehr zutreffend, sehr treffend an der Stelle, weil es um Gleich- oder Ungleichbehandlung oder um Heraushebung geht. Und das geht vor dem Gesetz nicht. Eigentlich geht es der CDU ja auch darum, ein gesellschaftliches Signal zu setzen, nämlich dass man sich hinter die Polizei und hinter Einsatzkräfte stellt. Ein gesellschaftliches Zeichen zu setzen, Herr Pentz, ist auch okay. Da sind wir auch an Ihrer Seite. Das ist überhaupt nicht die Frage. So, und die SPD und im Bundestag und die Grünen hier im Landtag machen es nach einem Hin und Her nun auch mit, wissend, dass es, also mit dem Gesetzesänderung, wissend aber, dass es eigentlich nichts bringt. Das finden wir sehr bedauerlich. Die Landesregierung könnte sogar wirkliche Anerkennung gesellschaftlicher Arbeit von Polizei und Rettungskräften zeigen, indem sie für eine bessere Ausstattung oder für mehr Personal oder auch eine gute Bezahlung sorgt. Das würde man auch in der Bevölkerung gut finden und auch als ein entsprechendes Signal verstehen. Das würde zudem
keine Kollateralschäden hinterlassen. So. Und da sind wir auch dafür. Aber genau das machen Sie ja eben nicht. Und deshalb bleibt diese Gesetzesverschärfung reine CDU-Symbolpolitik und geht an der Sache vorbei. Kollege Schaus, Sie müssen zum Ende kommen. So, die Straftaten sind als Straftaten normiert. Ihre besondere Verschärfung mit Blick auf einen Teil der Vertreter von Staates und helfenden Diensten wird dem rechtsstaatlichen Gleichheitsgebot nicht gerecht werden. Deswegen werden wir auch den Ziffern 1 und 2 des Antrags der Koalition zustimmen und die übrigen entscheidenden Absätze ablehnen. Vielen Dank, Kollege Schaus. – Das Wort hat die Frau Abg. Nancy Faeser, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muss auch gestehen, für die SPD, wir sind etwas erstaunt, dass CDU und GRÜNE einen gemeinsamen Setzpunkt zu einem Gesetz machen, wo Herr Greilich zum einen recht hat, nicht mehr viel übrig geblieben ist im Bund, aber zum anderen der Koalitionspartner, der den gemeinsamen Setzpunkt hier macht, dem Gesetz ja gar nicht zustimmt hat im Bund. Also, das finden wir schon eine etwas seltsame Anmutung, aber inhaltlich sind wir doch ganz bei dem Gesetz, was die Große Koalition verabschiedet hat. Denn auch aus unserer Sicht nehmen leider die Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Beamte stetig zu. Um ein paar hessische Zahlen zu nennen, die Gewaltstraftaten gegen Polizeibedienstete sind in Hessen leider auf einem Höchststand von 1.420 Fällen. Das ist immerhin in der letzten Kriminalitätsstatistik eine Steigerung von 18,7% gewesen. Und im Jahr 2016 waren es immerhin 3.468 Polizeibedienstete inklusive Wachpolizei und sonstiger Beschäftigung, die Opfer waren. Das ist auch ein Anstieg von 12,9%. Und, meine Damen und Herren, das ist eine erschreckend hohe Zahl, wo dringend Handlungsbedarf bestand. All diese Personen sind tagtäglich im Einsatz für alle Bürgerinnen und Bürger, um unseren demokratischen Rechtsstaat zu verteidigen. Sie wirksam zu schützen, ist unsere gemeinsame Aufgabe. Deshalb ist die Änderung des Strafgesetzbuches der § 113 fortfolgende, eben nicht des § 112, sehr sinnvoll gewesen. Unser Bundesjustizminister hat bei der Einbringung des Gesetzes im Deutschen Bundestag darauf verwiesen, dass es nicht nur rechtsstaatlich geboten ist, Herr Schaus, sondern dass wir es den Polizeibeamten, den Rettungskräften, der Feuerwehr und den Vollstreckungsbeamten schuldig sind, weil sie so eine wertvolle Arbeit für den Staat leisten. Und Strafverschärfung ist kein Allheilmittel, aber Strafverschärfung ist ein Mittel, damit der Staat sagen kann, dass er ein Verhalten missbilligt. Und deswegen ist es im vorliegenden Fall angemessen. Die wichtigsten Änderungen sind sicher die Ausweitung des Schutzes, insbesondere für die Rettungskräfte, also für die Sanitäter, Feuerwehr, den Katastrophenschutz, wie z. B. das THW. Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung im Bundestag hat zusätzlich eine Verhaltensweise nun strafbar gemacht, die durch, wie ich finde, in der Gesellschaft enorm wichtig ist, nämlich das Behindern oder Verhindern von Rettungsmaßnahmen ist zukünftig strafbar bewährt. Das heißt, wenn jemand, wie z.B. wir kennen die Bilder, eine Rettungsgasse behindert wird, die Sanitäter gezwungen sind, die Ausrüstung unter die Arme zu nehmen, über die Autobahn zu rennen, um helfen zu können, dann ist das jetzt zukünftig strafbewährt. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Und auch die Ausweitung, dass künftig Polizei und Vollstreckungsbeamte eben nicht mehr nur bei Vollstreckungshandlungen, sondern grundsätzlich einen besonderen Schutz genießen, ist angemessen. Denn als normaler Bürger, Herr Schaus, das ist der Unterschied, als normaler Bürger kann ich mich den brenzligen Situationen entziehen. Ich kann es weder als Polizeibeamter, ich kann es weder als Feuerwehrmann, ich kann es nicht als Sanitäter, nicht als Rettungskraft,
Sie sind gezwungen, sich dieser brenzligen Situation gerade auszusetzen. Und gerade deshalb genießen Sie einen außerordentlichen Schutz. Es ist übrigens auch eine wichtige Änderung im Opferentschädigungsgesetz erfolgt, nämlich dass Polizisten, die attackiert werden und ihre Ansprüche nicht geltend machen können, weil bei den Tätern oft nichts zu holen ist, eine staatliche Entschädigung erhalten. Auch das finde ich gut und richtig. Eine Strafverschärfung, das haben die Kolleginnen und Kollegen auch vorher schon gesagt, reicht aber bei Weitem nicht aus und greift in dieser Problematik zu kurz. Es bedarf sehr viel umfangreicherer Maßnahmen, wozu sicher auch, Herr Kollege Bauer, die Bodycam gehört, in brenzligen Situationen. Aber was ich bislang vermisst habe bei allen Rednerinnen und Rednern, wo ist eigentlich die Prävention? Meine Damen und Herren, bei diesem Thema, wo es darum geht, dass wir wollen, dass Jugendliche, dass Menschen draußen, die Bürgerinnen und Bürger, unseren Hilfskräften, unseren Polizeibeamten, der Feuerwehr Respekt entgegenbringen, dass sie Achtung vor dem haben, dass die Menschen dort helfen. Das ist eine klassische Aufgabe für Sozial- und Bildungspolitik, den Kindern das schon beizubringen, den notwendigen Respekt aufzubringen. Und das, ja, Herr Klee, auch die Eltern. Aber wir sind hier ein Haus, das insbesondere auch für die Bildungspolitik zuständig ist. Wir hatten heute schon eine sozialpolitische Debatte im Kindergartenbereich. Meine Damen und Herren, ich finde es sehr bedauerlich, dass dieser Teilbereich hier überhaupt nicht erwähnt wird. Es ist ganz wichtig, die Prävention der Gewaltvermeidung zu stärken. Jetzt komme ich zu einem Punkt, meine Damen und Herren, der in diesem Zusammenhang außerordentlich wichtig ist. Es geht nämlich auch darum, denjenigen zu zeigen, nicht nur in symbolträchtigen Maßnahmen. Ich finde das mit der Rettungsschleife gut, aber das reicht nicht. Wir müssen nämlich als Staat denjenigen, die dort Opfer werden, auch zeigen, dass der Staat handlungsfähig ist. Unser ehemaliger Kollege Gerold Reichenbach hat im Deutschen Bundestag ein gutes Beispiel gesagt. Ich zitiere ihn. Mir hat ein Sanitäter, der angegriffen wurde, es kam auch zu einer Verhandlung und Anklage, berichtet, dass er sehr enttäuscht war, dass die Strafe relativ gering ausfiel. Er sagte, ich habe nach dem Urteil das Gefühl gehabt, ich sei so etwas wie freiwillig. Auch darum geht es heute, meine Damen und Herren. Wichtig ist nämlich, dass Gewalt gegen Einsatzkräfte auch konsequent bestraft wird. Polizisten erwarten zu Recht, dass den Anzeigen konsequent nachgegangen wird. Es muss bis zur Hauptverhandlung und zu einem Urteil kommen, denn nur so erfahren die Opfer Wertschätzung und die Täterinnen und Täter Konsequenz. Soweit im Bund, soweit die Idee, die offensichtlich allen gut gefällt. Aber was macht denn das Bundesland Hessen, meine Damen und Herren? Wie sieht das denn hier aus? Wie war denn die Reaktion Hessens auf die schlimmen Übergriffe der Polizei bei Blockupy im Jahre 2015? Nur eines gegen die Polizei, nur eines Berichtsantrags der SPD ist zu verdanken, dass es überhaupt aufgearbeitet wurde. Wir haben gerade festgestellt, Herr Kollege Boddenberg, Sie haben doch gerade geklatscht, wie wichtig es ist, die Straftaten zu verfolgen. Jetzt sage ich Ihnen einmal, wie das war. Wie war es denn hier in Hessen, Herr Boddenberg? Es gab 150 verletzte Polizeibeamtinnen und Beamte, und es ist nicht in einem Fall zur Anklage gekommen. Nicht in einem einzigen, Herr Boddenberg. Nicht in einem einzigen. Es gab insgesamt 675 Ermittlungsverfahren in dem Zusammenhang. Davon sind in Hessen 645 eingestellt worden. Das sind 96% Einstellung. Meine Damen und Herren, das ist kein Respekt gegenüber den Polizeibeamten und Beamten, wie hier der Rechtsstaat gehandelt hat. Kein Respekt. Sie müssen sich schon einmal darum kümmern. Es gab lediglich 6 Verurteilungen für einen der schrecklichsten Tage der Polizei in ganz Deutschland. Gucken Sie sich einmal an, was Ihre Kollegen der CSU in Bayern mit den Bildern der brennenden Fahrzeuge in Frankfurt machen.
Das machen die sich lustig. So sei die Polizei in anderen Bundesländern aufgestellt und blühende Landschaften in Bayern dagegen. Und Sie machen hier noch nicht einmal eine ordentliche Aufarbeitung. Sie kümmern sich nicht um die Belange der Polizeibeamten, die dort verletzt wurden. Aber ausgerechnet Sie stellen sich hier hin und reden von Verantwortung und lassen sich für ein Gesetz feiern, wo Sie nichts für können, was die Große Koalition gut gemacht hat. Ich will Ihnen noch eines sagen. In Hessen haben wir etwas ganz Wesentliches für Straftäter. Wenn ein Delikt passiert, ist es wichtig, dass die Strafe sehr schnell erfolgt und das Strafverfahren ordentlich schnell durchgeführt werden. Hessen hat, Herr Klee, gucken Sie sich einmal die Bundesstatistik an. Hessen liegt in den Einstellungen von Strafverfahren ganz oben, gleich hinter Berlin bundesweit. Wir haben 70% Einstellungen bei Strafverfahren, meine Damen und Herren. Mit diesen Zahlen müssen Sie sich doch einmal auseinandersetzen. Wir haben Verfahrensdauern, die mit die längsten sind bundesweit. Die Strafverfahren bei den Jugendkammern in Hessen dauern 7,4 Monate durchschnittlich, im Bund sind es nur 6 Monate. Bei den Strafverfahren beim Amtsgericht dauern die hessischen Verfahren 5 Monate, bundesweit nur 3,9, meine Damen und Herren. Das ist Ausdruck von Überlastung bei der hessischen Justiz und zu wenig Personal. Frau Kollegin Faeser, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Und meine Damen und Herren, dass Sie sich hier für ein Gesetz feiern lassen, ausgerechnet Sie. Sie reden in Ihrem Antrag unter Punkt 6. Meine Damen und Herren, die Frau Kollegin Faeser hat das Wort. Meine Damen und Herren, vielleicht sollten Sie mir noch zuhören zur Wertschätzung. Sie haben ja unter Punkt 6 etwas zur Wertschätzung der hessischen Polizei gesagt. Und meine Damen und Herren der CDU, Sie sollten das einmal lesen. Sie reden von Wertschätzung der hessischen Polizei im Zusammenhang mit der Einführung der Kennzeichnungspflicht. Das wird bei der hessischen Polizei als Misstrauen gewertet, nicht als Wertschätzung. Das ist vielleicht Wertschätzung gegenüber dem grünen Koalitionspartner oder nichts. Ansonsten, meine Damen und Herren, letzter Satz, Herr Präsident. Sie, ausgerechnet Sie, feiern sich für etwas. Sie haben keinerlei Wertschätzung für die hessischen Beamten. Sie haben sie abgehängt bei der Einkommensentwicklung. Wir haben die höchsten Krankentage und die meisten Überstunden. Und Sie reden hier von Schutz von Polizei, meine Damen und Herren. Sie sind bei dem Thema nicht glaubwürdig. Machen Sie erst Ihre Hausaufgaben, dann können wir weiter miteinander diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser, auch für die letzten 9 Sätze. Herzlichen Dank dafür. Bevor der Kollege Frömmrich das Wort ergreift, begrüßen wir gemeinsam auf der Besuchertribüne unseren langjährigen Kollegen und Freund Reinhard Kahl. Herzlich willkommen, lieber Reinhard. Du bist irgendwo ums Eck dahinter, gell? Linke mal für mich. Ja. So, jetzt hat das Wort der Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wir haben ihm gerade gewunken. Der ist für den Präsidenten nicht einsehbar. Reinhard, herzlich willkommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Präsident, ich hätte mir gewünscht, dass wir an diesem Punkt die Gemeinsamkeiten betonen und sagen, was wir ein wichtiges Thema gemeinsam aufgreifen und das hier in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Und ich weiß nicht, ich habe ja auch lange Oppositionsarbeit gemacht, ob es sinnvoll ist, über jeden Punkt der Tagesordnung, der von anderen kommt, den Versuch zu unternehmen, am Ende sozusagen das Trennende zu betonen, anstatt das Gemeinsame zu betonen. Und die Gemeinsamkeit, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, besteht auch darin, dass wir denen danken sollten, die jeden Tag für die Sicherheit,
für den Schutz und für die Hilfe der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land sich engagieren und diesen Dank sicherstellen. Das sollte uns doch gemeinsam tragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste leisten eine herausragende Arbeit für unsere Gesellschaft, riskieren unter Umständen das eigene Leben, um andere zu schützen oder anderen zu helfen. Wer diese Arbeit leistet, bei den Feuerwehren und bei den Rettungsdiensten sogar in großen Teilen ehrenamtlich, hat unseren Respekt und unseren Dank und unsere Unterstützung verdient, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb ist es so schändlich, wenn wir immer öfter erleben müssen, dass Polizistinnen und Polizisten, Rettungskräfte, Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit beleidigt, behindert, bespuckt und angegriffen werden. Wir fordern, und das sollten wir gemeinsam tun, Kollegin Faeser, wir fordern den Respekt gegenüber denen ein, die andere schützen, und das den ganzen Tag über und das ganze Jahr, meine Damen und Herren. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, den strafrechtlichen Schutz für diesen Personenkreis zu verbessern. Durch die Vorlage des Gesetzes zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften, den die Bundesregierung vorgelegt hat, wurde diesem Anliegen Rechnung getragen. Wer Polizeibeamte, Feuerwehrleute und Rettungskräfte angreift, greift unseren Rechtsstaat, greift unsere Gesellschaft an und muss deshalb auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Wir sind uns aber auch bewusst, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das Strafrecht allein die steigende Zahl von Übergriffen nicht verhindern kann. Diese strafrechtlichen Maßnahmen können bestenfalls abschreckende Wirkung haben. Sie können möglicherweise helfen, das Bewusstsein dafür wachsen zu lassen, dass Übergriffe auf Menschen, die anderen Menschen helfen, ein besonderes Unrecht darstellen. Was wir brauchen, ist aber neben dem Strafrecht ein Strauß von weiteren Maßnahmen. Wir brauchen einen breiten gesellschaftlichen Diskurs darüber, warum es zu diesen Respektlosigkeiten kommt, warum es zu immer mehr Verrohung in unserer Gesellschaft kommt, warum die Hemmschwellen bei Gewalt immer mehr sinken. Darüber brauchen wir einen breiten gesellschaftlichen Diskurs, und das sollten wir gemeinsam machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es auch richtig, dass die Landesregierung diese Initiative mit der Schutzschleife angebracht hat. Deswegen ist es doch wichtig, damit man ein solches Thema in den öffentlichen Raum stellt und darüber auch diskutiert wird. Und ich frage mich sowieso, und das tun wahrscheinlich alle, die im Bereich der Innenpolitik tätig sind, ich frage mich sowieso, wenn man diese Bilder sieht von angegriffenen Polizeibeamten, von behinderten Feuerwehrleuten oder von Rettungskräften, frage ich mich, was im Kopf solcher Menschen eigentlich vorgeht, die solche Menschen angreifen, die anderen eigentlich nur helfen wollen. Das frage ich mich. Und wenn man jetzt wie jetzt nächste Woche beim Hessentag dann schaut, wie die jungen Anwärterinnen und Anwärter vereidigt werden, wenn man zu den Feuerwehrleuten geht und wenn man mit den Rettungskräften spricht, die sehr engagiert sind, die jung sind, die helfen wollen, dann ist es wirklich überhaupt nicht verständlich, dass es Leute gibt, die diese Rettungskräfte angreifen. Und deswegen glaube ich, dass wir gesellschaftlich klarstellen müssen, dass diese Leute unseren Schutz verdienen und wir uns gemeinsam für diesen Schutz einsetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen aber auch Maßnahmen, die präventiv wirken und die verhindern, dass Feuerwehrleute, Rettungskräfte oder Polizei überhaupt angegriffen werden. Repression, also das Strafrecht, ist die eine Seite, Prävention und gesellschaftliche Debatte die andere. Der beste Schutz für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte ist die Verhinderung von Angriffen auf diesen Personenkreis. Wir haben die Erfahrung bei der Einführung der Bodycam gemacht, und deswegen ist es ein gutes Beispiel, dass Angreifer von ihrem Tun ablassen, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass ihre Übergriffe aufgezeichnet werden. Die Bodycam ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Situationen entspannen, dass Personen sich mäßigen und dadurch Konflikte entschärft werden. Durch die Einführung der Tonaufzeichnung bei der Bodycam lassen auch die verbalen Attacken auf Beamtinnen und Beamte nach. Sollte es trotz Schulterkamera aber zu Übergriffen kommen, können diese Übergriffe dokumentiert werden und die Angreifer
können der Strafverfolgung zugeführt werden. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch das noch einmal betont in Richtung auch von Frau Kollegin Faeser. Das ist natürlich eine präventive Maßnahme, die Bodycam. Sie ist eine Gefahrenabwehrmaßnahme, und sie wirkt also auch präventiv. Und wir sollten uns mehr Gedanken über solche präventiven Maßnahmen machen, damit Beamtinnen und Beamte, Feuerwehrleute und Rettungskräfte erst gar nicht angegriffen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit aber kein Zweifel bleibt, natürlich ist Strafverfolgung wichtig. Aber am besten ist doch, wenn die Übergriffe und die Gewalttaten erst gar nicht begangen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mittlerweile hat das Instrument Bodycam viele Nachahmer gefunden. Einige Bundesländer, aber auch der Bund haben die Einführung der Bodycam auch bereits beschlossen. Wir haben vielfältige Dialog- und Deeskalationsmaßnahmen implementiert, die Gewalt und präventiv entgegenwirken sollen, ob im Streifendienst oder aber bei Großlagen. Besonnenes Vorgehen, Dialog, Deeskalation können dazu führen, dass weniger Beamtinnen und Beamte Opfer von Gewalttaten werden. Wir haben die Kennzeichnungspflicht eingeführt, liebe Frau Kollegin Faeser, um die Überprüfung polizeilicher Maßnahmen zu verbessern und damit auch das Vertrauen in staatliches Handeln zu erhöhen. Denn die Überprüfbarkeit staatlichen Handelns ist ein zentrales Merkmal unseres Rechtsstaates, und das müssten Sie als Juristin eigentlich auch wissen, Frau Kollegin Faeser. Wir haben die Schutzausstattung der Beamtinnen und Beamten verbessert. Wir haben die Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen durch das Land eingeführt, um denjenigen bei der Durchsetzung ihres Anspruchs zu helfen, die Opfer von Gewalt geworden sind. Immerhin, die Frau Kollegin Faeser hat es gerade gesagt, wurden im vergangenen Jahr rund 3.468 Polizeibedienstete Opfer von Gewalt. Im Jahr 2015 waren es 3.071 Fälle. Wir begrüßen deshalb die Bemühungen der Landesregierung, durch intensive Öffentlichkeitsarbeit ein klares Zeichen gegen Gewalt gegen Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen, aber auch Feuerwehr und Rettungskräfte zu setzen. Wir müssen den gesellschaftlichen Konsens stärken, dass Gewalt nicht geduldet wird, nicht gegen Polizei, nicht gegen Feuerwehr und auch nicht gegen Rettungskräfte und auch überhaupt nicht in unserer Gesellschaft. Sie sehen also, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Schutz unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und die Sicherheit der Rettungskräfte und Feuerwehrleute hat bei uns in der Koalition, in der Regierung einen hohen Stellenwert, und wir brauchen von Ihnen da auch keine Ratschläge. Vielen Dank. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Bevor wir in der Debatte weitergehen, es ist eine besondere Ehre und Freude, auf der Besuchertribüne begrüßen zu können die Präsidentin der Woiwodschaft Wilkopolska, Frau Sofia Schalczek, sind Sie uns herzlich willkommen. Und mit gleicher Herzlichkeit begrüßen wir auch die Vizepräsidentin, Frau Miroslava Rutkowska-Krupka. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. So, jetzt machen wir weiter in der Debatte. Moment, der Kollege Bauer hatte sich noch gemeldet. Alexander, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wurde deutlich, Gewalt ist nicht hinnehmbar, Gewalt gegen Polizeibeamte und andere Rettungskräfte schon einmal gar nicht. Es ist uns auch ein wichtiges Anliegen, noch einmal herauszustreichen, Kollege Frömmrich hat es gemacht, dass die Hessische Landesregierung und die CDU-geführte Landesregierung seit Jahren sehr viel investiert in die Ausstattung und dass wir in Prävention so viel investieren wie nie zuvor. Gegen Links-, Rechtsextremismus, gegen Gewalttäter jeglicher Art haben wir immense Präventionsprogramme. Und Sie selbst machen sich noch lustig über eine wichtige Kampagne Hessen lebt Respekt, wo Sie sagen, das sei eine mediale Inszenierung, 800.000 € seien da viel zu viel Geld. Genau daran mangelt es an Respekt in unserem Land gegenüber Menschen, Mitmenschen, vor allem von Vollzugsbeamten und Polizeibediensteten. Die Kampagne ist nötiger denn je, meine Damen und Herren. Und wenn Sie, Frau Faeser, sich dann hier hinstellen und sagen, bei Blockupy gäbe es zu wenig Verurteilungen, dann sind Sie doch die Expertin, was die Gründe dafür sind. Ich habe Sie mehrfach gefragt. Und zwar, weil man die Täter nicht zweifelsfrei ermitteln konnte. Wir leben im Rechtsstaat. Das ist nicht unser Versäumnis, nicht das Versäumnis der Polizei. Die Täter konnten nicht ermittelt werden. Und warum? Weil die nicht ihren Personalausweis herumgetragen haben, weil sie vermummt waren, weil sie sich der.
Herr Kollege Bauer, Sie müssten zum Schluss kommen. Es ist eine Frechheit zu behaupten, wir hätten nicht genug getan, damit die Menschen hier sicher in unserem Land leben können. Das ist eine Unwahrheit und eine falsche Darstellung, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Bauer. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bevor ich zu dem Antrag Stellung nehme, möchte ich eine Erklärung abgeben. Mich erreicht gerade eben aus dem Bundesinnenministerium folgende Nachricht. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wegen des Bombenanschlags in Kabul heute Morgen und der daraus resultierenden derzeit erheblich eingeschränkten Arbeitsfähigkeit der deutschen Behörden vor Ort kann eine ordnungsgemäße technische Abwicklung des für heute Abend geplanten Rückführungsfluges nach Ankunft in Afghanistan nicht im erforderlichen Maße sichergestellt werden. Aus diesem Grunde wird die für heute geplante Rückführungsmaßnahme storniert. Sie soll jedoch schnellstmöglich nachgeholt werden. Soweit die Information aus dem Bundesinnenministerium. Ich denke, das war für Sie alle interessant. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich sehr herzlich bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihren Redebeiträgen Wertschätzung, Anerkennung und Respekt für unsere Einsatzkräfte zum Ausdruck gebracht haben. Ich finde, das ist wichtig. Und lassen Sie uns mal ganz kurz einen kleinen Moment den kleinlichen Parteienstreit über ein Komma hier und eine Zahl dort beiseite legen. Wichtig ist doch, dass die Einsatzkräfte in unserem Land, ob von der Feuerwehr, vom Rettungsdienst, vom Zivilschutz, vom THW, von der Polizei, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie hier im Hessischen Landtag von der weit überwiegenden Mehrheit sozusagen völligen Rückhalt genießen. Und ich finde, das ist sozusagen das Wichtigste, was der Landtag heute hier ausstrahlen sollte. Ja, und meine Damen und Herren, wir überlegen jeder für sich und dann auch in den Parteien, wie können wir den Schutz für unsere Einsatzkräfte verbessern. Und wir hatten, weil wir die Situation bei der Einweihung, bei der Eröffnung der Europäischen Zentralbank gesehen haben. Sie erinnern sich daran, 150 verletzte Polizeivollzugsbeamte. Wir hatten 4 verletzte Feuerwehrleute. Wir hatten das Deutsche Rote Kreuz, das getwittert hat, greift uns bitte nicht mehr an, lasst uns unsere Arbeit machen. Diese Situation hat uns dazu getrieben, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt dafür Sorge tragen, dass wir den Schutz für unsere Einsatzkräfte verbessern. Deswegen haben wir die Bundesratsinitiative gestartet. Deswegen haben wir beharrlich daran gearbeitet, bis hin dazu, dass ich gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Klaus Bouillon, Heiko Maas, persönlich beatmet habe. Und deswegen sind wir heute so froh, dass wir, nachdem wir den Bund zum Jagen getragen haben, jetzt den Erfolg haben. Wir haben den Schutz der Einsatzkräfte im Strafgesetzbuch verankert. Das ist ein schöner Erfolg, meine Damen und Herren. Nicht mehr und nicht weniger. Und da muss man nicht herumeiern, Herr Kollege Greilich, so wie Sie das gemacht haben, sondern da muss man einfach klar sagen, sich hinter unsere Einsatzkräfte zu stellen, das ist eben zum einen, drücken wir das aus, indem wir die Schleife tragen, die übrigens, meine Damen und Herren, lassen Sie den kleinlichen Streit weg. Wenn ich unterwegs bin, bei Feuerwehren, beim Katastrophenschutz, beim Rettungsdienst, ob bei den Maltesern, beim ASB oder wo auch immer. Diese Schutzschleife hier, die hat sich lange bei den Einsatzkräften durchgesetzt, weil sie dankbar dafür sind, dass die Initiative ergriffen worden ist, dass die Politik Solidarität mit ihnen in jeder Lage zeigt. Und deswegen sollten wir den kleinlichen Streit über solche Symbole wirklich beiseite legen, meine Damen und Herren. Wir leben, meine Damen und Herren, in einem sicheren Land. Nicht nur, weil wir eine herausragend gute Aufklärungsquote im Bereich der Sicherheit der Polizei haben. Wir haben fast 63% der Straftaten, die in unserem Land aufgeklärt werden. Das ist übrigens der zweitbeste Wert bundesweit, den wir im vergangenen Jahr erreicht haben. Ich finde, das ist wichtig. Wir haben
eine Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger gewährleistet, insbesondere im Bereich der Sozialminister, des Rettungsdienstes und der Feuerwehren mit einer 10-minütigen Hilfefrist. Das gibt es nicht überall in unserem Lande, nicht einmal in Deutschland überall. Wir haben also für die Bürgerinnen und Bürger sozusagen ein breites Netz an Sicherheit erreicht. Deswegen ist es so wichtig, dass diejenigen, die das herstellen, die Einsatzkräfte, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche den Kopf für uns hinhalten, dass sie sich darauf verlassen können, dass wir hinter ihnen stehen, wenn sie täglich angegriffen werden. Und das drückt am Ende diese Veränderung des Strafgesetzbuches auch aus, meine Damen und Herren. Wir können sehr dankbar dafür sein, dass die Einsatzkräfte diesen wichtigen Dienst zum Teil ja im Ehrenamt sogar für uns leisten. Und wenn wir Erfolg haben wollen bei diesem wichtigen Dienst, dann müssen wir unterschiedliche Facetten berücksichtigen. Das ist hier richtigerweise angesprochen worden. Nur der Schutzparagraf, nur der strafrechtliche Schutz alleine, der bringt doch gar nichts. Darüber sind wir uns doch hier völlig einig. Sondern der Werkzeugkasten insgesamt muss stimmen. Vom Rechtsrahmen bei der Polizei, da gehören dann so Debatten dazu, wie z. B. verdachtsunabhängige Kontrollen, die dem Kollegen Jäger in Nordrhein-Westfalen gerade eben auf die Füße gefallen sind. Da geht es um die Frage von Ausstattung von Polizei, von Ausrüstung, aber eben nicht nur alleine. Es war in der Debatte sozusagen um das Thema Ausrüstung, ging es darum, dann sollen wir den Polizeibeamten doch bessere Protektoren besorgen, damit sie dann am Ende die Schläge von denen, die sie angreifen, besser wegstecken können oder wie. Das kann doch nicht alleine genauso wenig auf der anderen Seite des Problems Lösung sein, meine Damen und Herren, sondern es gehört eben alles zusammen. Wir müssen die Schutzausstattung für die Einsatzkräfte entsprechend haben. Sie haben völlig recht, Frau Kollegin Faeser. Wir haben das Thema Prävention. Wir haben aber auf der anderen Seite, hat auch keiner angesprochen, das Thema Einsatztaktik, Fortbildung, Ausbildung, sowohl für die Polizeibeamten wie auch für die Einsatzkräfte aus den anderen Bereichen. Natürlich gehört die Frage für den Erfolg, die Organisation. Wie haben wir das alles organisiert? Die Frage Motivation. Sind die Einsatzkräfte motiviert daran, ihren Einsatz zu begehen? Da gehören dann Fragen wie Besoldung, das will ich jetzt nicht vertiefen, genauso mit dazu wie die Frage, dass wir sie ausstatten müssen mit einem anständigen technischen Gerät, z. B. bei den Feuerwehren. Wir haben es abgeschafft, sozusagen, dass die Feuerwehrfahrzeuge über Jahrzehnte in den Feuerwehrhäusern sozusagen verrostet sind, sondern wir haben dafür gesorgt, dass unsere Feuerwehren im Lande eine moderne und ordentliche Ausstattung haben. Das ist eine politische Leistung und ein Ausdruck dessen, dass wir hinter unseren Einsatzkräften stehen, meine Damen und Herren. Und dann müssen die Einsatzkräfte den Rückhalt sozusagen von uns, von der Gesellschaft, aber eben von uns in der Politik dann eben auch spüren. Im Einsatz. Sie müssen Solidarität erfahren, wenn sie im Einsatz sind für uns. Und wir müssen auch klarmachen, wir akzeptieren niemals, dass Einsatzkräfte angegriffen werden. Wer Polizeivollzugsbeamte, wer die Einsatzkräfte von Feuerwehren und vom Rettungsdienst angreift, der greift unsere Gesellschaft, der greift unseren Rechtsstaat insgesamt an. Und das müssen wir hart bestrafen, hart sanktionieren, meine Damen und Herren. Und deswegen sind wir zu der Überlegung gekommen mit dem Schutzparagrafen. Ist mir ehrlich gesagt völlig wurscht, wer darüber noch als Schutzparagraf spricht, aber es ist sozusagen für uns ein Symbol für die Debatte geworden, wie wir unsere Einsatzkräfte besser schützen. Der Paragraf 112. Ich habe von Anfang an gesagt, mir ist es am Ende wurscht, an welcher Stelle im Strafgesetzbuch sozusagen die Regel dann am Ende steht. Mir ging es darum, die ganze Zeit, dass wir eben diesen Schutz verankern. Und das ist jetzt gelungen. In Paragraphen 113 und 114 ist es nunmehr gelungen, dass wir eben dort eine schärfere Sanktion für den tätlichen Angriff auf unsere Einsatzkräfte verankert haben. Und da will ich Ihnen sagen, Herr Kollege Greilich, 3 Monate, 5 Monate. Ich habe Ihnen das eben schon zugerufen. Ja, es war das halbe Jahr Mindeststrafe, was wir gefordert haben, weil wir eben den Rückgriff auf die Geldstrafe sozusagen damit ausschließen wollten. Ja, das war unsere Position.
Am Ende hat sie sich nicht vollends durchgesetzt. Aber ich finde es doch gut, dass wir wenigstens die Mindeststrafe von 3 Monaten verankert haben. Damit drücken wir sozusagen den Unwert des tätlichen Angriffs gegen einen Polizeibeamten, gegen eine Einsatzkraft auch besonders aus. Insofern bin ich über das Ergebnis dann am Ende nicht vollends. Aber ich bin glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, das auch durchzusetzen, meine Damen und Herren. Und ehrlich gesagt, was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass wir es von der Vollstreckungshandlung abgekoppelt haben. Wissen Sie, wir haben bisher zwar auch schon die Vollstreckungshandlung bei einem Polizeivollzugsbeamten unter eine besondere Strafe gestellt. Aber was hat denn der Staat damit, was hat die Gesellschaft damit zum Ausdruck gebracht? Sie hat die Durchsetzung des staatlichen Willens besonders geschützt, meine Damen und Herren. Und das war genau nicht unser Ansatz. Wir wollten nicht die Durchsetzung des staatlichen Willens bei der Vollstreckungshandlung schützen, sondern wir wollten die Menschen schützen. Wir wollten die schützen, die unter der Mütze, die unter dem Helm sind, die ihren Kopf für diese Gesellschaft hinhalten. Das war unser Ziel, und das haben wir erreicht durch die Abkopplung von der Vollstreckungshandlung. Und das ist ein Erfolg, da bin ich einigermaßen stolz drauf. Der ist uns gelungen durch unsere Initiative und unsere Beharrlichkeit in dieser Debatte, meine Damen und Herren. Und last but not least, es ist eben gelungen, dass wir den Schutz erweitert haben auf die Einsatzkräfte insgesamt. Und ich sage Ihnen auch, und da gebe ich den Vorrednern in großen Teilen recht, wir müssen auch, wir dürfen hier auch nicht stehen bleiben. Meine Damen und Herren, wer unsere Einsatzkräfte beim Einsatz behindert, wir haben in den letzten Wochen eine Debatte in Medien usw. mitbekommen, wo die Einsatzkräfte der Feuerwehr, wo der Rettungsdienst auf Autobahnen sozusagen am Ende in der Arbeit in einer Form behindert worden ist, die wir niemals akzeptieren dürfen. Nicht nur wegen der Einsatzkräfte, sondern vor allen Dingen wegen der Opfer, denen nicht geholfen werden kann, weil irgendwelche Idioten am Ende sozusagen die Rettungswege nicht frei machen, meine Damen und Herren. Deswegen müssen wir dort auch weitermachen bei der Frage, wie sanktionieren wir Behinderungen im Straßenverkehr, wenn es darum geht, dass die Einsatzkräfte ihrem Auftrag dann nachkommen sollen. Meine Damen und Herren, auch hier werden wir mehr machen müssen. Das wollen wir auch. Wir wollen, dass wir das stärker sanktionieren, wenn Rettungsmaßnahmen behindert werden. Ich glaube, das ist ein Gebot der Stunde nach den letzten Wochen. Wenn wir den kleinlichen parteilichen Streit über das Komma und das X und das U sozusagen ein bisschen beiseite legen, dann sind wir uns, so habe ich das zumindest verstanden, dafür bin ich dankbar, sind wir uns einig, dass wir unseren Einsatzkräften großen Respekt, große Wertschätzung und jetzt auch im Strafgesetzbuch entsprechenden Schutz sozusagen geben. Das ist gut, darüber freue ich mich. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der Aussprache und kämen zur Abstimmung. Herr Kollege Rudolph, bitte. Drücke mal drauf. Herr Präsident, wir bitten, die Ziffern 1, 2 und 4 getrennt abzustimmen. 1, 2 und also 1, 2 und 4. Die FDP hatte beantragt 1 und 2. 3 bis 7, das ist ja sehr kompliziert. Da muss man ja. Gut. Da bin ich ja beruhigt, Herr Kollege Rudolph, wenn Sie mir helfen. Dann klappt das. Also stimmen wir jetzt erst einmal ab 1 und 2. Wer 1 und 2 zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen, Enthaltungen. Das war einstimmig. So, dann stimmen wir. Jetzt machen wir es ganz anders. Stimmen wir ab über 3. Wer stimmt 3 zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keine? Doch. Was? DIE LINKE ist dagegen. Wer enthält sich? SPD und FDP. 3 beschlossen. Dann rufe ich auf 4. Wer ist für 4? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dagegen? Aktion DIE LINKE. Es enthalten sich die Freien Demokraten. So beschlossen.
Dann 5 bis 7. Können wir zusammen aufrufen? Schaffen wir das, Kollege Rudolph? Jawohl. Ich wollte nur helfen. Wer für 5 bis 7 ist, bitte ich um das Handzeichen. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? SPD und FDP damit so beschlossen. Hätten wir den Punkt erledigt.